Herzlich willkommen zum S3-Update im Bereich Sport. Heute mit dem Sportchef Yannick Steinmann. Yannick Steinmann, wie bist du mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden? Ich glaube, bis anhin haben wir sehr gut arbeiten können. Jetzt sind wir 4 Wochen drin, jetzt gehen wir in die 5. Woche der Vorbereitung. Das Team ist sich langsam am Finden. Wir hatten ja ein Testspiel gehabt. Bisher auch rund ums Stadion ist eigentlich relativ ruhig geblieben mit all den Testspielen, die wir Zuschauer reinlassen konnten. Nicht weitere Fälle von Corona, das war sicher auch positiv. Und rein jetzt spielerisch haben wir doch 2-3 gute Sachen gesehen. Wir haben sicher einen Fortschritt von letzter Saison aktuell, aber wir sind wirklich sehr früh in der Saison. Darum ist es noch schwierig, um wirklich Tendenzen rauszulesen. Was ziehst du aus diesen Testspielen für Schlüsse und wie aussagekräftig sind die Testspiele? Ja, ich glaube, wir dürfen sie jetzt wirklich noch nicht überbewerten. Ich glaube, alle Mannschaften rundherum sind am Testen, wie wir auch verschiedene Linien am Zusammenstellen. Mal der Spieler spielt nicht, ein anderer Spieler spielt. Aber grundsätzlich haben wir doch gute Auftritte gehabt. Ich glaube, eben, wie wir schon beim letzten Mal diskutiert haben, dass wir versuchen, unser System Schritt für Schritt umzusetzen und viele neue Jungs das müssen lernen. Und da sehen wir sicher eine positive Tendenz, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wirklich darauf ankommt, in 4 Wochen, wenn wir die Saison starten. Und abschließend, wie reagieren wir auf die Verschiebung vom Saisonstart? Tun wir trainingsmässig da auch etwas anpassen? Ja, also wir haben ab dem Zeitpunkt, wo das bestimmt wurde, ist relativ schnell reagiert und wir haben jetzt letzte Woche eine Recovery Week, also eine Erholungswoche eingebaut, wo wir gesagt haben, wir haben sicher 2 Tage fix frei und dann haben wir verschiedene Fenster gehabt, wo die Jungs auf sie sein können, wo sie können eintragen und wo sie auch noch individuell wieder haben können schaffen. Gleichzeitig haben wir ein oder andere noch ein Blessuren gehabt. Das ist immer normal, wenn die Saison neu startet, dass man mit Adduktoren oder mit der Schlitz und mit dem Material gewisse Druckstellen hat, wo man sich können noch mal ein bisschen erholen, noch mal können recoveren und jetzt die Saison mit 100% starten. Vielen Dank für das Update im Bereich Sport, Yannick Steinmann. Bis zum nächsten Mal.